Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Was wollen Sie in Megaton? Mir ist das letzte Mal das Spiel abgekackt, Sheriff, an dieser Stelle. Wovon reden Sie da? Sie wissen verdammt gut, wovon ich rede. Die Bombe. Sie versuchen, sie in die Luft zu jagen. Haben Sie Ihren gottverdammten Verstand verloren? Sheriff. Nee, ich fürchte, das war ein Missverständnis. Irgendjemand hat Gerüchte verbreitet. Für den Hut und den Sonnenbrille. Ich werde mich darum kümmern. Persönlich. Ich nehme Sie fest, Burke. Zumindest bis ich herausgefunden habe, was hier vor sich geht. Ich fürchte, ich kann Ihrer Bitte nicht Folge leisten, Sheriff. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Treten Sie beiseite. Keine Diskussion. Sie kommen jetzt mit. Warum müsst es ihr Affen immer auf die harte Tour versuchen? Boah, das war rassistisch. Na gut, Sheriff. Gehen Sie vor. Ein Glück, dass wir den... Was? Achso. Gut, ja, kann ich mitleben. Oh nein! Oh geil, jetzt kann ich ihm seine Ausrüstung klauen. Korrekt. Fett. Der Hut gefällt mir. Hat der Mungo hier dabei? Nein, nicht Lucas Sims hier, der. Schalldämpfer, 10 mm. Ja, cool. Nee, das kommt ja gar nicht klar. So, hoch. Wie ich einfach hier nie mit dieser Steuerung zurechtkomme. So. Okay, Pistole mit Schalldämpfer. Finde ich eigentlich ganz nice. Kann ich wenigstens noch anschleichen und wie. Ja, da haben wir jetzt schon mal eine gute Waffe. Was? Ach, Polizeiknüppel. Alles klar, gut. Jetzt haben wir hier noch, ja, den können wir eigentlich jetzt endlich mal rausschmeißen später. Die ziehen wir auf jeden Fall an, die hat voll Style. Charisma plus 1 und kleine Waffen plus 5 nehmen wir auch mit. Tunnelschlangen-Outfit hätten wir erstmal. War denn hier der coole Hut? Da, Sheriff's Hut. Jawohl. Moriarty Saloon. Cool. Nice. Jetzt sind wir der Sheriff. Ahu, ahu. So, dann werden wir mal schauen. Jetzt müssten wir eigentlich mal die Bombe entschärfen. Ich weiß es nur nicht, ob wir das Haus dann kriegen. Wäre auf jeden Fall gut scheiße. Ja, was das? Ha, sieh mal an! Frisches Blut! Haben Sie schon... Ich kenne Sie überhaupt nicht, aber ich halte Sie für einen Patrioten. Und alle guten Patrioten werden Ihre Waffen für die Enklave... Bald sind Sie hier. Dann hat der Albtraum endlich ein Ende. Aber was rede ich Ihnen die Ohren voll? Ich bin Nathan. Was kann ich für Sie tun? Die ich einfach mit der Enklave anschließen, du Vollidiot. Gott! Scheiß auf die Enklave, Penner. Bevor ich mich der Enklave anschließe, laufe ich über Lachen in eine Kreissäge. Und hängt Dude überm Zaun. Erblinden. Entschärfung der Bombe versuchen. So, ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt sterben kann damit. Jedes Ohr soll tauben, um den Donner. Ich behaare der Sohn von Lucas Simsman. Ah, cool. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Was für ein Hiopai? Megaton-Siedler, okay. Wir sollen uns beim Sohn von ihm melden. Die Frage ist nur, wo ist er? Moment, dafür müsste ich jetzt erstmal ins Menü. Das schalten wir erstmal aus. Hä, wie geht denn das? Warum kann ich das nicht ausschalten? Ausschalten! Ah, okay. Kein Kommentar. So, jetzt sehen wir wenigstens auf der Map, wo dieser kleine Junge ist. Ins Haus von Lucas Sims müssen wir auch auf jeden Fall noch gehen, weil da noch eine von diesen Wackelkopffiguren sind. Der ist. Ich glaube, das war Stärke, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier muss er irgendwo sein. Da ist er. Sie haben es geschafft. Sie haben das Ding entschärft.
Mein Vater. Er wäre sehr glücklich darüber gewesen. Vielen Dank. Er wollte, dass Sie das hier bekommen. Einen Schlüssel und die Unterlagen für ein leeres Haus hinter der Brass Lantern. Dort können Sie einziehen. Ach, und sprechen Sie mit Moira drüben im Traderside-Lagerraum. Sie kann Ihnen dabei helfen, das Haus etwas rauszuputzen. Merci, aber nur mal so als Frage. Du bist ja überhaupt gar nicht traurig, dass dein Vater gestorben ist. Ja, Level up. So, ja, wo haben wir jetzt mal geschickt? Sprache haben wir. Boah, ist das laut. Moment, ich muss kurz runterstellen. So. Da hätten wir einmal Sprache. Da setzen wir wieder mal 10 Punkte rein. So, dann haben wir noch 7 übrig. Die setzen wir dann in kleine Waffen. 10 mm Pistole, Sturmgewehre oder Kampflinten. Ja. Die kommen dann da rein. Kann man nie was falsch machen. So, jetzt können wir wieder auswählen. Waffenfreak Level 2. Das heißt, ich würde wieder 5 weitere Punkte auf kleinen Waffen reparieren kriegen. Finde ich ganz gut. Werden wir auch machen. So. Fertig. Naja, okay. Jetzt haben wir unseren Schlüssel bekommen für unser Haus. Das heißt, wir können endlich mal ein bisschen Krempel ablegen. Und im Feuer seines Glanzes. Na, Freako? Boah. So, da war das Haus. Ja. Okay. Ich bin einen kleinen Umweg gelaufen, aber egal. Servus. Das ist unser eigener leibeigener Roboter. Voll cool. So, und hier können wir dann die Wackelpuppen aufstellen. Super. Ja. Bei Moira, das ist eine Frau hier in der Stadt, da kann man noch Stilrichtung kaufen fürs Haus, irgendwie so Liebesstil oder so, da steht da unten so ein Herzbett und so. Aber ich habe bis jetzt irgendwie immer nur Wissenschaft oder sowas geholt. Schauen, vielleicht tue ich mal was anderes. Aber die sind schweineteuer, am Anfang können wir die uns sowieso noch nicht leisten. So, Kühlschrank, da können wir alles eigentlich mal mitholen, weil... Das kann man gut gebrauchen. Was haben wir denn hier? Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Wadsworth, Ihr persönlicher Roboter-Butler. Ich bin hier, um mich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern und Sie zu unterhalten. Was darf es denn sein? Ein Big Mac-Menü, eine große Cola und Pommes dabei, bitte. Nein, kein Mayo, alles klar. Hier kann man auch die Hafe so ändern. Ich hätte gerne etwas zu trinken. Sehr wohl, bitte sehr. Aufbereitetes Wasser, ja, nice. Ja, weiß ich ja schon. So, ich muss los. Auf Wiedersehen. So, dann gehen wir mal Moira besuchen. Die etwas sehr verrückte Frau. In diesem Dorf. Dorfstadt. Und dann werden wir noch die Wackelpuppe holen. Und, zu dieser Frau gehen, damit Moriarty uns die Informationen rausbringt. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Craterside-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Hey! Ich habe gehört, du bist die total gestörte Frau aus dieser Stadt hier. Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in einer Vault. Ja, was gibt denn da zu erzählen? Außer, da gestörte Leute rumlaufen. Wo ist der Vault-Anzug da hinten her? Hä, wo ist denn dein Vault-Anzug? Okay. Ja, klar. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen. Oder was auch immer Sie erzählen wollen. Es war das Paradies. Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit, bis Papa weg war. Oh mein Gott. Da draußen ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal an die Decke sehen. Super. Ich komme als Botschafter der Utopie aus Vault 101. Fallt auf die Knie. Okay.
Wie können die Leute hier draußen leben? Ich habe noch keinen Essensautomaten gesehen. Es war eng, dunkel und das Essen war Müll. Zum Glück ist alles vorbei. Das ist furchtbar. Aber als Vorwort wird es sich hervorragend eignen. Insofern ist es ausgezeichnet. Ich glaube, es wird Ihnen hier draußen gefallen. Hier ist der gepanzerte Anzug, damit Sie nicht von irgendeiner Bestie als Häppchen verspeist werden. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Ja, was ist das für ein Buch, an dem Sie arbeiten? Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Du bist eine Piep und eine Piep, 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 die stochen ins Knie und so Dinge. Ja, ja, böse Frauen, böse Frauen. Hört sich nach einer guten Idee an, ich helfe gern. Was für ein Enthusiasmus. Also gut, ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen, wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Ja, ne? Essen holen klingt nicht schlecht. Was brauchen Sie denn? Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Okay, ich sehe mir den Super-Duper-Markt nach. Super! Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn sie nichts finden, kommen sie zumindest heil zurück, okay? Ja, so. Ja. Schön zu sehen, dass das alte Haus endlich einen neuen Besitzer gefunden hat. Ich habe alle möglichen Gegenstände für Ihr Heim, die Sie interessieren könnten. Ich würde gerne etwas über die Stile hören. Manche Leute wohnen nicht gerne in einem alten, langweiligen Haus. Wenn Sie bei mir einen Stil kaufen, wird Ihr Haus dank meines Designertalents genauso aussehen, wie Sie sich das vorstellen. Zur Stilauswahl stehen Vault, Raider, Ödlandentdecker, Wissenschaftler, Liebesmaschine oder Vorkriegszeit. Oh ja, yeah, Liebesmaschine. Ja, der Vorkriegsstil ist eigentlich ganz lustig. Aber ich weiß nicht, Wissenschaftsstil habe ich schon immer gehabt. Irgendwie so was anderes hatte ich schon gehabt. Raider, das sind ja diese Freaks da, die da irgendwo rumlungern, diese Zigeuner. Die gehen ja mal überhaupt gar nicht klar. Also Vault, da kommen wir auch her. Also ich würde sagen, entweder Entdecker oder Vorkriegs. Liebesstil ist so, ich weiß nicht. Naja, mal schauen. Dann den Entdeckerstil. Sie freuen sich wohl auf draußen, was? Denken Sie dran, sobald Sie einen Stil kaufen, können Sie ihn nicht wieder an mich zurückverkaufen. Sie können aber jederzeit einen neuen erstehen. Hört sich cool an. Na gut, dann wollen wir mal einen Deal machen. Du bist eh zu teuer. So, Costa Quanta. Base. Viel zu teuer. Ich habe gerade 100 Kronkorken. Hallo, gehe ich noch in die Grundschule oder was? So, dann verticken wir einfach mal ein paar Sachen. Diese ganzen Ödland, diese Vault Overalls und so. Die ganzen Kokolores. So, eine Nahkampfwaffe ist eigentlich immer gut, kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Für so kleine Drecksviecher brauchen wir keine Munition zu verschwenden. Ah, die können wir verkaufen. Die können wir eigentlich auch verkaufen. Service Overall. Ja, können wir auch. Obwohl, ne, besser nicht. Oha, da, ach komm, drauf geschissen. Ich glaube, wir brauchen den sowieso nicht. So, und Vault Overall. So, Tunnelschlangen-Outfit, das behalten wir, das sieht nämlich noch recht cool aus.